Der Fußball ist heutzutage durchorganisiert, professionalisiert bis ins letzte Detail. Die Spieler kommen aus den Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine, machen irgendwann dann den Schritt in die Bundesliga, meistens mit 19, 20. Und gerade in dieser professionalisierten Welt ist es doch besonders schön, wenn es mal einen Spieler gibt, der einen etwas anderen Weg beschritten hat. Bei Werder wird gerade so ein kleines Fußballmärchen geschrieben. Christian Groß hat mit 30 Jahren sein erstes Bundesligaspiel bestritten, hat gegen Union Berlin jetzt sogar zum ersten Mal von Anfang an gespielt. Und da geht einem natürlich das Herz auf. Ich frage jetzt mal unseren Experten Dieter Eils. Wie denkst du über so eine Geschichte? Ist doch einfach schön, oder? Ja, ist absolut außergewöhnlich und zeigt mal wieder, dass doch alles möglich ist, wenn man weiter dranbleibt, wenn man weiter hart arbeitet. Und das hat er gemacht und ich glaube, dass für ihn sicherlich jetzt mit dem Spiel bei Union Berlin auch so ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Hat er denn gegen Union Berlin auch überzeugt? Wie hast du seine sportliche Leistung gesehen? Ja, er hat es sehr, sehr gut gemacht und das ist das, was Florian Kohfeldt ja auch schon im Vorfeld gesagt hat, dass er überhaupt keine Bedenken hat, ihn dort aufzustellen. Und das hat er einfach auch gezeigt, dass es wirklich so ist. Jetzt war Union Berlin ein Gegner, jetzt geht es am nächsten Wochenende gegen RB Leipzig, diesen Tabellenführer. Die spielen noch einen ganz anderen Fußball, die spielen viel schneller. Da könnte Christian Groß auf Timo Werner treffen, einen der schnellsten Spieler der Bundesliga. Ich muss sagen, so schön das ist, so gut er das macht, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Du auch? Ich mache mir insgesamt Sorgen, weil die Personalsituation halt sehr, sehr schwierig momentan beim SV Werder ist. Aber ich traue ihm das zu und letztendlich ist er nicht alleine auf dem Platz. Es ist immer noch die Möglichkeit, das als Team aufzufangen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das schaffen kann und dass der Trainer der Mannschaft wirklich einen guten Plan an die Hand gibt. Glaubst du denn überhaupt, dass Christian Groß wieder von Anfang an spielt? Ich glaube, viele Alternativen gibt es ja nicht. Alle Innenverteidiger, die verletzt sind, sind immer noch verletzt. Richtig, die Situation in der Innenverteidigung hat sich ja nicht geändert jetzt im Vergleich zum Spiel gegen Union Berlin. Von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass er wieder von Anfang an spielen wird und es gibt ja auch keinen Grund, ihn dort jetzt rauszunehmen. Klar, er hat es absolut solide gemacht gegen Union, gute Leistung. Was ich auch noch bemerkenswert finde, eigentlich ist er ja defensiver Mittelfeldspieler. Für die Position wurde er auch in die U23 geholt. Jetzt spielt er Innenverteidiger, macht das sehr gut. Ist das so leicht, diese Umstellung? Also ist es schon nicht so schwierig, sagen wir mal so, als defensiver Mittelfeldspieler dann mal in der Innenverteidigung auszuhelfen, weil du kennst die Abläufe, du bist in der Spieleröffnung eigentlich in der Regel sehr, sehr gut. Du hast dadurch, dass du im defensiven Mittelfeld ja auch viele Situationen erkennen musst im Vorfeld schon, brauchst du halt in der Innenverteidigung auch diese Fähigkeiten. Und von daher ist es nicht so schwierig, muss ich sagen. Und wie gesagt, er hat es ja auch in der Vorbereitung schon gespielt. Ich glaube, er hat in jedem Testspiel hat er fast durchgespielt. Also von daher hat er jetzt auch genügend Praxis. Ich möchte aber auch noch einmal auf die Geschwindigkeit kommen. Er hat eben vor kurzem noch Regionalliga gespielt. Das ist die vierte Liga. Die Bundesliga ist nochmal eine Geschwindigkeitsstufe drüber mindestens. Merkt man das in manchen Situationen noch bei ihm, dass es etwas schnell geht? Natürlich merkt man das in Situationen, aber das ist, wie gesagt, da sind Nebenspieler, die ihn entsprechend stellen können, die ihn führen können und ich sehe das nicht unbedingt so als Nachteil an, weil es gibt viele Spieler, die wirklich in der Bundesliga spielen können, die es aber halt nicht die Chance bekommen und von daher gehe ich auch davon aus, dass es bei Christian wirklich so ist, dass er sich dort durchsetzt, dass er eine gute Leistung bringt, wie es dann im Winter ist, wenn alle Innenverteidiger wieder gesund sind, wenn alle wieder fit sind. Das muss man einfach abwarten. Ja, Christian Groß selbst sagt ja, er genießt einfach die Situation jetzt. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Wenn nicht, geht er wieder in die U23. Was glaubst du, wie lange wird er noch gebraucht bei den Profis? Ja, ich denke mal, so haben sich die Verantwortlichen ja auch gesagt, dass er auf jeden Fall erstmal bis zum Winter komplett beim Profikader bleibt. Er wird sicherlich auch mit ins Wintertrainingslager fahren, gehe ich mal von aus. Und dann muss man gucken, wie weit die anderen einfach auch alle sind. Und wenn er dann leistungsmäßig besser ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er halt komplett bei den Profis bleibt. Erstmal geht es jetzt aber gegen Leipzig, da wird Christian Groß wahrscheinlich seine Chance von Anfang an bekommen. Da kann er zeigen, dass er vielleicht sogar langfristig bei den Profis gebraucht wird. Bei uns in der WK Flutlicht-App und bei weserkurier.de erfahrt ihr natürlich alles über das Spiel und erfahrt auch, wie sich Christian Groß dann schlägt gegen Timo Werner und Co.